Jedenfalls läuft es. Ja. Und es stirbt. Wie gesagt, das war ja der letzte Level von Super Pass World 3. Das da ist jetzt das Ende. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Stirbt sie. Jo, Entschuldigung. Wollte ich sagen. So. Schön. Hey, hättest aber nicht töten dürfen, ne? Ja, das musst du ihm ja nicht sagen. Dann lasse ich ihn am Leben. Es würde auch mehr Sinn machen, ihn am Leben zu lassen. Ja, aber ich muss mir erstmal umgucken, bevor ich hier irgendwas mit dem Viech mache. Das war klug. Okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Noch nicht. Das ist einfach nur eine billige Falle. Naja, abwarten. Mist. Ich habe mittlerweile gelernt, dass viele Dinge, die als unwichtig erscheinen, das Wichtigste am Ende sind. Deswegen, okay, hier käme man raus. Mit einem aktivierten P-Switch. Hier ist ein Yoshi und in einer Box. Ein Yoshi in einer Infobox. Steht in der Infobox auch was drin? Ja, da kannst du gar nicht ranhüpfen. Da war ein Leben. Da kommt man hin zu der Infobox und da steht auch was drin. Etwas fundamental Wichtiges. Aber so nicht. Oh ja, fundamental wichtig. Das soll nichts heißen. Sehr gut. Jo. Ach, ich weiß, wie ich an die Infobox rankäme. Genau so war's gedacht. Wenn ich ein Springboard finden würde, käme ich... Ja. Ja, es gibt eins in diesem Level. Käme ich eventuell... Ja, es muss eins geben. Eventuell an die Infobox ran. Auch noch andere Möglichkeiten. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen grauen P-Switch. Da sterben wir? Hä? Ach nee, das war das Viech jetzt. Halt, erstmal lösen wir dich hier aus. Nicht, dass ich... Ach nee, dann ist der Apfel, sag ich schon, der Goomba weg. Ich finde, diese Goombas sehen furchtbar wie Äpfel aus. Vielleicht ein bisschen braun. Ah, da ist eine Coin Snake. Oh ja, dein Lieblingsfreund, ne? Ah, absolut, mein Lieblingsgegenstand in Mario. Freue ich mich jedes Mal, wenn ich in einem Puzzle-Hack eine Coin Snake sehe. Das ist einfach super. So. Du wirst jetzt bitte nicht wieder lebendig. Jetzt wird's schon wieder langsam, was ist das denn? So, versteht ihr mich noch gut? Ja. Ja. Gut, alles klar. Sagst du eh nichts. Da kommt eine Frage raus. Aber ich hab nichts gesagt, weil ich gewartet habe, bis die Qualität wieder besser wird im Skype. Ja, ich habe hier einen Framerate-Einbruch gerade. Es ist gerade wieder langsam geworden. Jetzt ist es wieder schneller. Sehr gut. Jetzt ist der Goomba weg. Ciao. Ja, der kann ruhig da runterfallen, der kommt ja wieder. Okay, da oben ist mein Springboard. Und da oben ist auch... Okay, also das wäre erstmal in Ordnung. Wie ich an das Springboard rankomme, wüsste ich schon mal. Glaubst du also? Jetzt wird schon wieder langsamer. Was ist das denn? Was tue ich denn hier? Hast du V-Sync an? Was ist das? Eine Grafikeinstellung. Keine Ahnung. Ich mach mal kurz hier die Aufnahme zu Ende und wir gucken mal. Schauen wir mal, ob es jetzt schnell bleibt. Ja, also im Moment ist es noch schnell. Ach ja. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Jo. So, also was... Ach, hier war die Coin Snake. Okay. Ja, mal schauen, die musst du... Ja, die muss auch runter zur Messagebox lenken, ist ganz wichtig. Ja, sonst kann er den Text natürlich unmöglich lesen, der da drin steht. Ja. Da wäre ich jetzt schon gar nicht auf die Idee gekommen, dass die zur Messagebox könnte. Ja, ich bin mal so fair. Aber dann ist es eh fail, wenn du das sagst. Ja. Dann steht er eh nur dort. Dann steht er eh nur... Steht da eh nur dort. Ich sage nur die Wahrheit. Fail oder sowas. Ich glaube in den Message... Ach doch, da steht sogar was drin. Ich kann es dir mal steht vorlesen. Steht da was? Ich weiß es nicht mehr. Yay, a message box. Dieser message box. Also gut, was ich habe noch nicht so wirklich den Sinn, was ich hier hier ist ein Schlüsselloch und da oben war ein Schlüssel. Okay, jetzt habe ich schon mal ein Ziel. Jetzt kapierst du auch, wofür du das Yoshi brauchst. Ja, da könnte ich wieder runterfallen, wenn die Zeit Zeit ist ja keine. Denkst du, dass es keine Zeit gibt? Ja gut, aber das ist ja nicht so gedacht. Ach, tatsächlich, die Zeit ist sogar tatsächlich im Level auf 0 gestellt. Ist nicht zu fassen. Ja, dann kann man mit Yoshi schon mal nicht runterfallen.
Da hat ja jetzt jemand mitgedacht. Schaue ich erstmal, was in dieser Box hier steht. Weil ich's kann. Hab ich dir gerade eben schon verraten, was da drin steht, aber okay. Nee, nur was in der unteren steht. Ich hab gesagt, auch was in der zweiten steht. Ach, aber hier steht es auch drin, okay. Nein, da steht was anderes drin. Nothing in here, okay. Okay. Was will ich mit dir? Dich will ich... Mit dir könnte ich mal gucken, da hochgucken. Das werde ich gleich mal... das ist ja aber blöd. Das ist aber blöd, weil der P-Switch nicht so lange... Ach so, ich kann sie erstmal aktivieren. Hm. Ja, er verbaut sich mit der Talerschlange eh. Also ihr seid in den anderen Videos war ich nämlich nicht immer gut zu hören. Ja, es ist manchmal, es ist so ein bisschen robotermäßig geworden, eure Stimmen, aber... Ach, da komme ich bloß hier hoch, das bringt mir gar nichts. Okay... Was musste man denn mit der Crazy Snake machen? Aber grafisch schön designt ist dieses Level jetzt nicht, muss man ja mal so sagen. Ja, ja, Ropes and Blocks. Ne? Also ich verkapiere noch nicht ganz, wie ich an diesen Schlüssel hier... Also an den Schlüssel rankommen, müsste ich irgendwie diese Ropes da eben wegkriegen. Das ist ja auch Absicht. Geil. Dass der Level so aussieht, ist ja Absicht. Das soll ja davon ablenken, dass vielleicht es Ropes gibt, die wichtig sind. Und deswegen überall Ropes, damit das eine Rope, was wichtig ist, nicht auffällt. Ganz normal, ne? Weißt du, was auch richtig geil ist? Nicht alles, was hier Zement, wo hier Zementblock dran steht, ist nicht unbedingt Zementblock. Ja, ich weiß. Ich bin gerade mit der Maus drüber gegangen, steht hier Lava-Teil. Das ist auch sehr geil. Ja, hier ist ein bisschen Map 16, ein bisschen nachgeholfen. Weil es nicht immer klappt. Lava-Teil was könnte man da machen? Was könnte man da. Ups. Ah, ich habe hier immer noch den Goomba hier. Könntest du dir erstmal einen Yoshi holen? Ja, gut. Ja, das weißt du doch schon nicht, wie es geht. Ich könnte die Coin Snake. Frag doch mal Yoshi, ob er höher hoppeln möchte. Ja, der ist leider zu doof, irgendwas zu tun. Du kannst ja mal die Coin Snake unter diese Messagebox führen. Ja, dann habe ich bloß, dass da nichts, dass das halt nichts ist. Aber vielleicht, wie ich dann auf den Yoshi käme, wüsste ich immer noch nicht. Es ist auffällig, wie man auf Yoshi kommt. Das Trampolin. Das ist dieses Leben hier irritiert mich auch. Es gibt viele Leben in dem Spiel. Das Leben fällt durch. Ah, wichtiger Hinweis. Ja, das weiß ich schon, dass man da Panzer und so durchschicken kann, ist mir alles bewusst, aber ich bin ja kein Panzer. Ja. Sucht man gleichzeitig mit dem Leben da durch. Das ist das. Nee, das. Ich meine, der geht durch. Das bringt ja auch selten wenig. Ja, hätte ja sein können, dass das irgendwie so ein Glitch ist, dass wenn der da. Wenn der da sich wieder. Ja, toll. Was ja, muss man denn nur mit dieser Coin Snake machen? Ich hab das schon wieder vergessen. Ich hab nur Angst. Ach, ich weiß es. Dass dann mein P-Switch weg ist. Ja, du kannst ja erstmal versuchen, irgendwie an dieses Yoshi dran zu kommen. Ich meine. Oh! Jetzt habe ich eine Idee. Ich hab das Gefühl, er ist schon wieder auf den falschen Schluss gekommen, nachdem ich ihm was erzählt habe. Nee. Er denkt jetzt an Big Tower Puzzle World 2. Das funktioniert hier aber nicht. So. Ja, so war klug. Einfach mal alles bei zu haben, da unten reinsetzen. Geil. Ich meine, für das, was du jetzt gemacht hast, wozu brauchst du da ein Sprungbrett? Um den Yoshi rauszuholen. Ja, und. Falsch. Aber ich hab den Yoshi. Ja, probier's mal ohne Sprungbrett. Okay. Genauso wie ich es gerade eben gemacht habe? Ja. Sollte eigentlich funktionieren. Ah. Das heißt, ich brauche den Trampolin da erstmal gar nicht.
Ja, du hast zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon verloren, aber... ja. Hat er. Och nö. Weil ich den Pieselt schon aktiviert habe. Weil es ist ja im Puzzle World nicht nur so, dass man fast jedes Item braucht, sondern meistens auch verdoppelt. Ja. Ach so. Das Trampolin hättest du später holen sollen. Ich hätte ja noch überhaupt nicht an den grauen-blauen P-Switch rangehen müssen. Ja. So, dann spulen wir zurück und machen ein neues Video. Ach, jetzt habe ich es selbst jetzt gemacht. Ich wollte ein neues Video starten. So, falsche Taste erwischt. Okay, aber es scheint jetzt zu funktionieren mit dem 60 und Lock Framerate. Hoffst du? Ja, hoffe ich. Also gut. Yoshi, danke. Muss man den silbernen Peace Switch hier eigentlich drücken? Er hat's schon versaut. Ja, du wirst es nicht glauben, aber du hast es jetzt auch schon versaut. Jetzt schon? Nee, jetzt ist es noch okay. Sobald du den jetzt drückst, hast du es versaut. Ach so. Den brauchst du noch für was anderes. Okay. Du kannst versuchen, ihn zu klonen, aber ich meine, man könnte das Yoshi da auch rausholen, ohne den zu drücken. Nee. Nee, also geplant ist es nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie. Ich wüsste nicht, wie ich da hochhüpfen kann, ohne an die Manche ranzukommen. Da geht selbst der kleinste Sprung nicht. Drück ihn halt und klon den P-Switch, mein Gott. Ja. Dafür müsste ich den Yoshi erstmal hier raus haben, das geht so nicht. Ich muss mit dem noch was... Ja, schnell sein! Ich muss mit dem noch was anderes machen? Hä? Ja. Du musst den nicht drücken oder irgendwo anders was holen, du musst ihn einfach nur missbrauchen. Oh nein. Warum den blauen P-Switch zu holen? Ich hab dich beim Wort genommen. Schön. Ja, jetzt kannst du ihn drücken. Nee. Ja, den blauen P-Switch, da brauche ich überhaupt nichts dafür, um den zu holen. Da kann ich einfach ranhüpfen. Ja, einen blauen P-Switch, richtig. Spoiler. Double Grab jetzt diesen silbernen P-Switch und diesen Goomba. Was? Du willst mich doch... Das müsste gehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist doch Quatsch. Was soll das denn bringen? Ja, dass du zwei Items in der Hand hast und sämtliche Blöcke aus denen, was rauskommt, duplizieren kannst. Nicht die Blöcke, aber das Item, was rauskommt. Das geht doch auch so. Nein. Ja, was willst du mit einer... Warum willst du... Ach so, ich soll... Warum willst du eine Coinsnake duplizieren? Ach so, nee, ich dachte, ich soll einfach so das an der Seite... Ja, ich bin da jetzt mit diesem, das an der Seite, was rauskommt, bin ich seit gestern ein bisschen geschädigt, weil ich das in Nerfel die ganze Zeit probieren sollte. Ja. Ich musste da testen, ob das immer noch möglich ist. Nachdem 18 Correct das bei jedem meiner Blöcke gemacht hat, ey. Ja, das geht doch nicht. Ihr wollt doch nicht... Das Verhalten, dass der vordere P-Switch im Vordergrund liegen muss, ist nur bei zwei P-Switches der Fall. Ja. Ja. Also hier kannst du ruhig probieren und probieren, bis es irgendwann mal klappt. Ja, tue ich. Aber der wird doch auch, im Double Grab wird doch dieser Goomba wieder... Speichern schnell. Oh, du musst den blauen P-Switch aus... Ja, sieht gut aus, glaube ich. Mach einen extra Self-Dip bitte. Weil du es bist. Ja, danke. Ah, nee, ich spiele auf der 1 weiter. So. Jetzt lass dich nicht von dem Goomba töten. Bitte. Aber ich glaube, er hat zu diesem Zeitpunkt auch schon wieder versaut. Na, jetzt ja. Jetzt hat er alle beide gedrückt, ne? Das war endgültig dämlich. Ich würde den silbernen P-Switch einfach mal nach rechts stellen. Ja, so ist auch dämlich. Oh, ja. Verdammt. Geht sogar noch. Ich meine, du musst den silbernen E drücken. Ach Mann. Dass ich auch nicht nachdenken kann, ey. Ja, das konntest du aber noch nie. Ach nein. Du musst den silbernen E drücken. Ja, aber nicht jetzt. Das ist scheißegal, Mann.